Heute zeige ich euch einen perfekten Helixfilter, abnehmbare Bodenablaufdeckel und eine einfache und optisch schöne Teichsicherung. Moin moin Leute und herzlich willkommen bei Teich und Garten for You, eurem YouTube Koi Vlog. Heute mal an einem wunderschönen, angelegten 41 Kubikmeter Koi Teich. Heute zeige ich euch mal wieder ein paar Besonderheiten dieses Teiches, was hier so an Technik verbaut ist, bis in den Besatz. Und ich würde sagen, fangen wir doch gleich mal an. Hier vorne im Vordergrund, wie ihr seht, gibt es eine Scheibe. Diese Scheibe ist im Prinzip eine Teichsicherung für die kleinen Mitbewohner dieses Hauses. Und ich finde, das ist super gut gelungen. Ist auch eine super Idee. Das sind eigentlich solche, ja, so ein Windschutz, den man hier so ein bisschen umfunktioniert hat. Gibt es einfach im Baumarkt. Hat man im Prinzip hier einmal längs draufgeschraubt und dann auch hier hinter einmal mit solchen großen Winkeln, mit solchen Eisen befestigt. Da kann man auch übrigens im Winter schöne Abdeckungen drüber machen und dann von vorne trotzdem noch in den Teich schauen. Hat auf jeden Fall was, sieht optisch gut aus, hat die Funktion, die man gerne möchte, also die Teichsicherung. Und damit finde ich das Ganze echt eine super gute Idee. Im Hintergrund des Teiches auch sehr schöne Deko, hier so ein Buddha, ein paar Pflanzen. Ich mag das immer sehr gerne, wenn die Pflanzen ins Wasser hängen. Hier sieht man das zum Beispiel, wie dieser, ja, ich weiß gar nicht, was das für eine Pflanze ist, wie sie ins Wasser wächst. Aber auch der Ahorn, der vorne am Rand stand, der wächst auch ins Wasser. Und hier dann noch eine Beleuchtung, wenn man da mal ein bisschen ein optisches Highlight setzen möchte, wenn es ein bisschen dunkel wird und oben auf seinem großen Lounge sitzt, da kann man hier den Teich auch ein bisschen beleuchten. Macht auf jeden Fall was her. Ich habe da mir mal ein paar Fotos zeigen lassen, wie das nachts aussieht. Und hier seht ihr dann in der Ecke die Rückläufe, beziehungsweise ihr seht nur einen Rücklauf, der drückt hier einmal dran lang und der andere sitzt unter Wasser und drückt in dieselbe Richtung. Man erreicht dadurch eine schöne Kreisströmung, hier einmal im Uhrzeigersinn sozusagen, und das Ganze endet dann auch hier beim Skimmer, der hier schön Wasser zieht. Hat jetzt mal eine besondere Farbe, so einen pinken Skimmer habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, macht aber nichts. Hauptsache er funktioniert gut. Bodenablaufdeckel, abnehmbare Bodenablaufdeckel mit oben drauf so ein Ring, so eine Öse. Ihr seht das schon, da kann man mit einer Stange das Ding abheben. Eigentlich super praktisch. Wenn man da mal ran muss, muss man nicht auf Tauchgang gehen, kann das auch relativ leicht von Algen befreien. Oder wenn die Koi so ein Ding runterhauen sollten, was bei diesen Deckeln glaube ich selten passiert, kann man die auch leicht wieder draufsetzen. Wer gerade seinen Teich baut oder vielleicht umrüsten möchte, für den ist das eventuell eine Option. Hier seht ihr so ein bisschen den Besatz des Teiches. Man hat ja auch einen schönen großen Chagoi, auch einen Sanke. Man mag hier auch sehr gerne Kawarimono. Zu diesem ganzen Besatz und was hier so im Teich so ein bisschen los ist, werde ich euch Richtung Ende des Videos noch mal ein bisschen mehr erzählen. Das ist nicht der erste Besatz, der hier im Teich schwimmt. Man musste noch mal neu starten, aber wie gesagt, dazu später noch ein wenig mehr. Hier oben haben wir dann ein schönes großes Holzdeck. Darunter ist übrigens nicht die Filterung, die Filteranlage, aber da oben drauf ein schönes Sofa, schöne Lounge, dass man hier schön sitzen kann, in den Teich gucken kann, hier richtig schön am Teich chillen. Und hier auch ein schöner roter japanischer Ahorn, wie ich sie liebe. Und da kann man auch so unten durchgucken, wenn die Koi da lang schwimmen. Ich liebe sowas, wenn das so über den Teich wächst und ja, manchmal auch ins Wasser hinein. Hier seht ihr die Abdichtung des Teiches. Es handelt sich um eine PE-Folie. Man hat das hier machen lassen, also nicht selbst verlegt. Die ist auch schön bewachsen, ist ja auch schon ein paar Jahre jetzt drin und erfüllt auf jeden Fall ihren Zweck. Hier vorne an der Wand gibt es auch noch eine Belüftung. Die Belüftung sorgt natürlich für ausreichend Sauerstoff und auch für ein Ausgasen des Wassers. Auch das sollte man nicht vergessen. Je nachdem, wie hoch der Besatz ist, muss man auch ein bisschen CO2 austreiben. Hier nochmal ein paar dicke Brummer, Karashi, Yamabuki und ein Chagoi. Und ich würde sagen, schauen wir doch mal rein. Und drinnen wartet auf uns die Filteranlage. Die ist hier indoor in einer Garage, die direkt hier an den Teich angrenzt. Ihr seht schon, das Ganze hier schön sauber aufgebaut, auch relativ kompakt. Und wir beginnen natürlich vorne am Anfang, dort wo der Vorfilter sitzt.
beziehungsweise wir gucken uns nochmal die Rohrleitung an. Vorne mit zwei Schiebern, zwei Bodenabläufe, ein Skimmer, münden hier in einen Trommelfilter. Das Ganze ist ein PP35 Trommelfilter, der hier seine Dienste ordentlich verrichtet. Und ihr seht das da auch schon so drin leuchten. Das ist die UV. Die UV sitzt nämlich im Trommelfilter, sozusagen in der Trommel in der Mitte. Hier seht ihr das Ding, wie es da reingeschraubt ist. Das ist eine 80 Watt UVC. Und die sorgt dafür, dass das Wasser hier ordentlich bestrahlt wird, dass auch Schwebealgen kaputt gemacht werden. Und hält übrigens auch die Edelstahlgase vom Trommelfilter sauber. Dann geht es hier mit zwei Rohren weiter in eine Pumpenkammer. In dieser Pumpenkammer werkeln zwei Rohrpumpen, eine 23er und eine 26er Rohrpumpe von Aquaforte, die das Wasser in den Biofilter befördern. Der Biofilter ist hier so ein großer Rundbehälter, wo jede Menge Helix drin schwimmt. Boah, so ungefähr 400, 450 Liter passen da rein. Und das ganze Wasservolumen beträgt 900 Liter und das Ganze wird hier schön im Kreis bewegt. Das ist eine optimale Bewegung für Helix aus meiner Sicht. Da oben wird auch noch ein bisschen mit Membranpumpen das Ganze belüftet. Und diese Kreisbewegung ist meiner Meinung nach optimal. Helix gehört meiner Meinung nach bewegt, wenn man es einsetzt. Und am besten in solchen Rundbehältern, die man tangential einströmt, so dass sich das Ganze im Kreis drehen kann. Eine kleine, feine, saubere, schöne Filteranlage. Verbunden das Ganze hier immer mit solchen Flexmuffen. Hier ist man auch ein großer Freund von Flexmuffen. Ich habe die auch zu Hause. Kann ich auch nur empfehlen. Muss man nicht so viel frickeln, nicht so viel schneiden. Kann man schön die ganzen Filterkomponenten andocken, hat auch ein bisschen Spielraum. Flexmuffen sind hier das Mittel zum Zweck. Und dann hier, wenn man durch die Scheibe rausguckt, sieht man wieder den Teich. Also alles schön nah beieinander, kurze Rohrwege, perfekt gemacht. Man ist hier übrigens auch ein Freund von dem Koi-Futter, was ich vertreibe. Das wird hier immer umgefüllt in Eimer, sodass man es hier verschließen kann, wenn man so einen Sack aufgemacht hat. Dann bleibt es auch länger frisch und man ist hier echt zufrieden und möchte das Ganze auch noch ein bisschen weiter füttern, weil die Fische es eigentlich auch recht gerne nehmen. So, erzähle ich euch doch noch mal ein bisschen was zu diesem Teich. Leider auch ein bisschen traurige Geschichte, denn dieser Teich wurde gebaut schon vor ein paar Jahren. So 2012 war das. Da hat man diesen Teich bauen lassen und das Ganze wurde mit GFK gemacht. Nur leider gab es hier etliche Baumängel. GFK war am Ende auch nicht dicht und außerdem war die Oberfläche rasiermesserscharf teilweise. Man hat hier jahrelang mit verletzten Fischen auch zu tun. Das Ganze war auch in eine, so eine Art Rechtsstreit geendet. Auf jeden Fall für keinen der beiden Seiten eine glückliche Situation. Vor allen Dingen für die Fische war es sehr miserabel. Irgendwann hatte man sich entschieden, sich von seinem Besatz zu trennen. Da ist auch jede Menge Geld reingeflossen, auch in Tierärzte. Man hat das Ganze nicht in den Griff bekommen, so dass man sich am Ende auch vom Besatz getrennt hat und diesen Teich trotzdem irgendwann nochmal in Angriff genommen hat und wieder aufbereitet. Man hat hier dann die PE-Folie einschweißen lassen und so seit 2017 läuft das Ganze mit dem aktuellen Besatz, so wie er jetzt hier zu sehen ist, relativ rund. Man ist ja doch jetzt endlich auch mal da angekommen, wo man als Koi-Halter sein möchte, bei einem zufriedenstellenden Teichbetrieb. Ja Leute, kleiner, feiner, aber kurzer Teichbericht von einem superschönen 41 Kubikmeter Koi-Teich. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir doch vielleicht ein Like für dieses Video. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik bitte direkt hier bei YouTube drunter posten. Ich kümmere mich darum. Und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, tut es doch vielleicht. Jede Woche ein neues Video rund um das Thema Koi. Vielen Dank an alle Abonnenten, die wieder dabei waren. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.